Neue Woche, neues Frustvideo. Herzlich willkommen zur Nachbesprechung von Hertha BSC gegen Eintracht Frankfurt. Endstand 1:4 für die Eintracht. Und ich kann es einfach nicht nachvollziehen. Ich bin ja letzte Woche schon ausgerastet. Und ich könnte es heute direkt wieder. Ich meine, es wird so viel gut geredet. Von wegen, ja, gute 15 Minuten, gute 10 Minuten, da waren Ansätze. Aber nicht mal die waren ja heute da. Dazu aber später gehen wir das Spiel erstmal durch. Es ging nämlich unfassbar schlecht los. Von der ersten Minute an war Frankfurt hier bestimmt. Also am Ende muss man dazu sagen, diese Leistung, die Frankfurt gebracht hat, reicht nicht, um am Donnerstag bzw. am Mittwoch in Sevilla zu gewinnen. Das muss man mal dazu sagen. Aber Frankfurt weiß halt genau, was sie spielen müssen, um uns da irgendwie auseinander zu pflücken. Und wenn man sich dann später wieder anguckt, wie die Tore so gefallen sind, dann fasst sich auch jeder Nicht-Hertha-Fan an den Kopf, weil das sind teilweise Kreisliga-Tore. Auf jeden Fall ging das Spiel unfassbar schlecht los. Nämlich in der 7. Minute spielt Kempf einen richtig fatalen Fehlpass, der heute übrigens das erste Mal wieder spielen durfte, nachdem er ja in Freiburg rot gesperrt war. Dann ist der Frankfurt-Spieler frei durch und Kempf bügelt dann aber seinen Fehler Gott sei Dank wieder aus. Aber es waren Fehlpässe, aber Fehlpässe, auch Frankfurt hat übrigens viele Fehlpässe gespielt. Gerade in der ersten Halbzeit, also die war auch von Frankfurt nicht gut. Dann in der 8. Minute direkt nochmal, Kostic flankt und Pekarik steht Gott sei Dank da und klärt das Ganze. Man muss auch dazu sagen, wieder war Frankfurts Taktik, ja, wir suchen mal Kostic und er flankt dann und dann fällt uns schon irgendwie was ein. Es hat dann auf jeden Fall nicht lange gedauert bis zum 0-1. Wir haben wieder keine 20 Minuten durchgehalten, weil ich sage mal so, je länger man durchhält, desto größer werden die Chancen, doch mal irgendwie einen reinzulegen. Es waren wieder nur knapp 15 Minuten, es war die 17. Minute und es ist wieder, wie sollte es anders sein, eine Flanke von Philipp Kostic. In der Mitte stehen drei Hertha-Spieler. Trotzdem schafft es Ansgar Knauf, der Leihspieler vom BVB, hochzuspringen und den Ball über Lotka ins Tor zu köpfen. Und dann war das Spiel wieder gelaufen und du läufst wieder einem Rückstand hinterher. Dann in der 32. Minute gab es kurz mal Aufruhr, denn die Frage war, Elfmeter oder nicht. Ich habe es tatsächlich nicht gesehen. Ich bin dann zwischenzeitlich, das muss ich zu meiner Schande sagen, aber das kannst du als Hertha-Fan auch nur, bin ich zur Konferenz rübergegangen, weshalb ich die Situation jetzt nicht gesehen habe, aber was ich so gehört habe, ist wohl, dass es sehr zweifelhaft war. Und im Stream von Felicio, wo ich war, er meinte auch, er würde den wahrscheinlich so nicht geben, aber auf der Gegenseite wäre er wahrscheinlich gegen uns gepfiffen worden. Es ging nämlich darum, dass das war wahrscheinlich so die einzige Offensivaktion, Dong Joon-Li in den Strafraum einläuft und dann von hinten gestoßen wird. Und am Ende gab es allerdings nur Ecke, weil es wohl fair geklärt werden soll. Das war es dann aber allerdings auch schon der Chancen aus Durchgang 1. Es ging dann mit 0-1 in die Pause. Und normalerweise habe ich mir schon gesagt, ja, er wechselt jetzt bestimmt Richter aus und Lee und stellt dann vielleicht noch mal ein bisschen um. Dann gehst du in die zweite Halbzeit ohne Wechsel, wo sich jeder Hertha-Fan schon an den Kopf gefasst hat und dachte, Junge, was machst du da? Es war wahrscheinlich die schlechteste Halbzeit, die wir je gespielt haben. Und er wechselt einfach nicht. Er geht unverändert ins Spiel. Und so ist es dann kein Wunder, dass du nach 3 Minuten direkt das nächste Gegentor fängst. Und wir haben uns dann im Stream unterhalten und haben überlegt, von wem ist das jetzt ein Fehler? Ist das jetzt Boyatas Fehler, der den Spieler einfach ziehen lässt? Oder ist es tatsächlich Lotkas Fehler?
Der Ball kommt, wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf habe, ich habe das schon wieder verdrängt, von rechts reingeflankt, am langen Pfosten steht Ansgar Knauf und der legt ihn nochmal zu Tuta rüber, der auf der rechten Seite am kurzen Pfosten steht und macht den Ball dann rein. Und wir hatten jetzt überlegt, ob es Boyatas Fehler war, der nicht richtig zugeteilt war, oder ob es vielleicht ein Fehler von Lotka war, der falsch positioniert war. Allerdings in dem Falle muss man ja sagen, so gut er in Freiburg gespielt hat, dieses Spiel war Katastrophe von ihm. Aber da mache ich ihm auch überhaupt keinen Vorwurf, weil er ist halt auch erst nur 19. Und mit 19 darf man halt auch mal Fehler machen. Wenn ein Schwule solche Fehler macht, was er regelmäßig macht, dann ist das gleich wieder Weltuntergang. Und dann muss er natürlich auch kritisch beäugt werden. Aber wir hatten uns dann auf Boyata festgelegt. Der Torwartfehler sollte aber trotzdem nicht auf sich warten lassen. Lotka hatte heute einfach ein schweres Spiel und kein gutes Spiel. In der 55. Minute läuft Lotka raus. Übrigens finde ich es erstmal grundsätzlich gut, dass er rausläuft und dass er mitspielen will. So wie zum Beispiel in der ersten Hälfte die eine Szene. Aber in dem Fall hat er es dann übertrieben. Er steht dann zu weit vor seinem Kasten. Lindström sieht das und legt den Ball in die lange Ecke unten rein. Aus, keine Ahnung, sind das 35 Metern gefühlt. Eigentlich war nie so das Gefühl, da geht noch was. Trotzdem kommt Davy Selke, der zur 60. Minute reinkommt, irgendwie am Ende zum Abschluss und macht das 1-3 und feiert sich extrem. Und wenn man vielleicht dachte, naja, mit viel Glück geht da noch was, auch wenn sich das vorher halt, wie gesagt, überhaupt nicht so anfühlte, weil es stand 0-3, es waren überhaupt keine Chancen da, gab es noch nicht mal die Möglichkeit, sich da irgendwie aufzubäumen. Denn Anstoß Frankfurt, wir laufen einfach mal kurz nach vorne. Boyata führt den Zweikampf mit Boré. Das ist schon der erste Fehler. Warum geht Boyata in den Zweikampf rein, der sowieso super langsam ist? Und als wäre das dann nicht schon schlimm genug, stolpert er auch noch über seine eigenen Füße. Und Boré muss den Ball nur noch reinlegen. 1-4. Und die Sache war direkt wieder geritzt. Und naja, ich schon sagte, ich habe mich letzte Woche schon aufgeregt. Ich könnte jetzt hier wieder losschreien. Ich will meine Nachbarn aber jetzt hier nicht irgendwie aufwecken oder dass die sich irgendwann über mich beschweren. Aber es ist jede Woche das Gleiche. Und ich kann es einfach nicht verstehen, wie zum einen der Trainer so stur ist und versucht immer sein System durchzudrücken. Diesmal hat er ja durch eine Aufstellung wenigstens mal was anderes versucht, was aber auch nicht geklappt hat. Und dann verstehe ich nicht, wie unser Management und Freddy Bobic so stur sein können und denken, dass ein Taifun Korkut immer noch der richtige Trainer für uns ist. Es war jetzt das 8. Spiel, was wir nicht gewonnen haben. Gehen jetzt in den März und wir haben 2 Punkte geholt. 2 verdammte Punkte in diesem gesamten Kalender. Und wenn Taifun Korkut gegen Gladbach noch auf der Bank sitzt, also ich habe mich jetzt auch schon mit Abstieg abgefunden. Der Glaube ist überhaupt nicht mehr da, dass wir es noch schaffen. Die Hoffnung, die wird es immer geben. Und wenn du noch irgendwie den Abstieg verhindern willst, du hast noch 9 Spiele Zeit, dann musst du jetzt den Schalter umlegen. Ich glaube nicht, dass es an der Taktik liegt. Ich glaube auch nicht, dass es an den Spielern liegt. Der Kader würde locker reichen für Bundesliga, für Top 15, für Top 10. Aber die Sturheit des Managements und des Trainers, das funktioniert einfach nicht. Korkut hat in den ersten 4 Spielen gezeigt, was funktioniert und was seine Idee ist. Aber seitdem läuft da ja gar nichts mehr. Wir sind mittlerweile bei minus 32 angekommen, was die Tordifferenz angeht. Wir haben jetzt 58 Gegentore, das muss man sich mal vorstellen. Ich weiß nicht, was ich euch erzählen soll, wie gesagt. Also, ich saß vorhin auch hier und ja klar, innerlich regt man sich zwar auf, aber mittlerweile sitze ich nur noch da und sage so, yay, super, noch ein Gegentor. Woo! Also ich nehme es mittlerweile wirklich nur noch mit Schadenfreude, weil es ist jedes Mal dasselbe und ich kann es wirklich einfach nicht mehr ertragen.
Das Schöne ist, kann man jetzt so in dem Fall sagen, dass ich ja in 12 Jahren schon gewohnt bin. Also von diesen 12 Jahren waren 8 Jahre gefühlt Abstiegskampf, 2 davon zweite Liga und 2 Jahre Europa League. Ansonsten war es ja schon immer so. Aber bei Hertha wird es halt auch nie langweilig. Ich meine, wäre ich Bayern-Fan, dann würde ich jede Woche hier sitzen und euch das Gleiche erzählen, dass ich happy bin mit dem Ergebnis. ETC. Aber naja, mir fehlen die Argumente. Wie gesagt, ich könnte jedes Video einfach kopieren. Und ich sehe nicht, wie wir nächste Woche das noch irgendwie rumreißen sollen. Ich meine, das Einzige, was Hertha ja zugute kommt oder uns entgegenkommen könnte, allerdings brauchst du dafür einen anderen Trainer, ist, dass du im April die Spiele hast, die du brauchst, um den Klassenerhalt zu schaffen. Also Bielefeld, Augsburg und Stuttgart. Dazu noch das Derby und Bayer Leverkusen. Und der April ist der entscheidende Monat. Jetzt im März musst du den Grundstein legen. Und Frankfurt kam zu einer Phase mit 4 Niederlagen aus 5 Spielen. Die haben seit 3 Spielen auch nicht mehr getroffen. Und dann kommen die zu uns und dann schlacht geht's einmal ab. Und spielen dabei noch nicht mal wirklich, wirklich gut. Da kann ich nur durchpusten und ich mache den hier. Ich kann einfach nur noch beten, dass wir das irgendwie noch hinkriegen, wobei eigentlich hätten wir es nicht verdient. Eigentlich hätten wir es verdient, eine Liga tiefer zu gehen. Ich will es nicht. Aber wahrscheinlich muss es wirklich sein. Und dann spielen wir halt für ein paar Jahre in der zweiten Liga. So, genug aufgeregt. Das soll es an dieser Stelle jetzt gewesen sein. Ehrlicherweise hoffe ich, dass wir uns die Woche nochmal hören, wenn der Trainer dann weg ist. Wirklich, ich weiß, es klingt immer so banal, wenn man sagt, ja, Trainer und zweifelt doch mal nicht am Trainer, aber doch, wahrscheinlich ist er der Einzige. Weil der Kader würde locker reichen. Der Kader kann wirklich viel, viel mehr. Deswegen, wir hören uns dann spätestens nächste Woche Samstag nach dem Spiel gegen Borussia Mönchengladbach oder zu einem neuen Hertha-Video hoffentlich dann, wie gesagt, auch unter der Woche. Morgen um 11 Uhr habe ich aber eine kleine Überraschung für euch. Also solltet ihr alle unbedingt einschalten. Ich teste mal ein neues Format aus. Bis dahin, gehabt euch wohl und habt noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.